So, willkommen zurück zu meinem Japanisch Teil 2. Das sind 4-2. Ja, das Video kam ja bedingt gut an. Es haben viele Leute gut gefunden, auch viele Leute schlecht gefunden. Es haben mir natürlich wieder keiner gesagt, warum schlecht. Aber ja, da es viele Leute auch, ich sag jetzt mal, begeistert hat oder denen es gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich gehe mal ein bisschen strukturierter vor und rappel einfach mal meinen kompletten Uniplan ab. Also, genau wie ich es in der Uni gelernt habe, werde ich es euch jetzt zeigen. Das heißt, das Format wird öfter kommen, weil ich Gott sei Dank sehr, sehr, sehr überordentlich bin, wie man sieht. Ja, mein ganzes Heft sieht so aus. Das heißt, ich habe immer gut mitgeschrieben. Ich bin, ja, ein Vorbildschüler. Ja. Muss man aber sagen, macht auch nicht jeder, ne? Das heißt, ich habe wirklich alles detailliert immer mitgeschrieben, alles, was ich als wichtig empfand, was man vielleicht irgendwie nochmal nachschlagen muss, weil man sich nicht gut merken kann oder so, habe ich alles aufgeschrieben. Und ja, das Erste, was ich halt gelernt habe, war jetzt Osaka 1. Das hatte ich aber schon in meinem ersten Video angesprochen. Das war halt mit Guten Morgen, Guten Tag, diese ganzen Sachen. Ja, falls ihr noch wissen wollt, wie lesen Sie bitte oder sowas heißt, kann ich darüber auch nochmal ein Video machen. Das wäre jetzt zum Beispiel, lesen Sie bitte, wer Yonde Kudasai. Kudasai ist ja jemand auffordern, etwas zu machen. Heißt aber eigentlich, bitte geben Sie mir, aber das benutzt man halt. Dann haben Sie verstanden, Wakarimashitaka. Ich habe verstanden, Wakarimashita. Oder ich habe nicht verstanden, Wakarimasen. Das ist ein Wort, was ich sehr oft benutze. Noch einmal bitte, Moichido onegaishimasu. Dann, ich habe eine Frage, Shitsumon ga arimasu. Das werde ich alles nochmal hier schreiben. Das sind aber auch nicht so wichtige Sachen, muss ich sagen, finde ich. Also, dass ich gesagt habe, Shitsumon ga arimasu, das ist, glaube ich, so ungefähr ein Jahr her. Also, ich quatsche sie eigentlich meist auf Deutsch an, muss ich sagen. Ja, dann ist halt die Betonung relativ wichtig, weil zum Beispiel als Beispiel Tante und Oma ist sozusagen dasselbe Wort, nur bei einem ist ein A mehr. Das heißt, Obasan ist Tante und Obasan ist Oma. Das heißt, es ist ein langes A. Oder zum Beispiel bei Oji-san, das ist Onkel, oder Oji-san, das ist Opa. Das ist halt, ja. Oder bei Yuki, das ist Schnee, oder Yuki ist Mu. Das heißt, ihr müsst da halt so ein bisschen drauf achten, ja, dass ihr das halt ein bisschen länger aussprecht. Das ist ein bisschen scheiße, ich weiß, aber. Ja, das sind halt aber auch nur so Ausnahmen. Das ist jetzt nicht die Regel. Das gibt nicht 1 Million Wörter damit. Ja, deswegen. Dann nochmal, wann benutzt man was? Kanji, japanische Substantive, Stamm der Verben, Adjektive und Adverbien, einheimische Namen, Hiragana werden bei Partikel, Endungen von Verben und Adjektiven, Komma, Konjunktiven oder Ähnlichem benutzt und Katakana, Fremdwörter oder ausländische Namen. Ja, das ist eigentlich auch relativ einfach zu merken, weil wenn man so ein bisschen, ich sag mal, mit dem Schreibflow ist, dann merkt man sich das eigentlich auch ganz gut, weil Kanji werden halt echt einfach nur für solche zusammengefassten Wörter benutzt. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, zum Beispiel bei Watashi. Das ist ja Watashi. Und dann gibt es da halt ein Kanji für. Bei uns wurde halt in der Uni gesagt, das machen die sehr oft, weil die halt, wenn die kurz schreiben wollen, zum Beispiel in Zeitungen, werden halt sehr, 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 sehr viele Kanji da reingeklatscht, damit man nicht so einen langen Text hat. Ich meine, ist dann wesentlich schwerer zu lesen. Deswegen sagt sie, wenn man Zeitung lesen kann in Japanisch, dann hat man es geschafft. Nominativ ist wer oder was? Habe ich Gott sei Dank aufgeschrieben. Also wer kommt? Dare ga kimasu ka? Ja, und dann halt Suzuki-san ga kimasu. Also Suzuki-san ist dann jetzt halt der Name. Nur das ist jetzt ein Mensch. Nicht, dass ihr denkt, welches Wort ist das denn? Nein, nein. Also dare bedeutet ja wer. Dann ga ist halt der Partikel. Und kimasu ka ist halt kimasu ist kommen. Und ka ist halt die Frage. Und Suzuki-san ist der Name, ga ist wieder der Partikel und kimasu bedeutet kommen in dem Fall halt. Ne? Ist aber keine Frage, weil kein ka da steht. Ja, dann Akkusativ. Wen oder was? Ich frage mich wirklich, ob Leute hier vorsitzen und sich so denken: Akkusativ, das ist wen oder was? Das weiß ich ganz genau. Weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Weil ich saß da so und dachte so: Scheiße, das hatte ich irgendwie keine Ahnung, wann. Ich weiß gar nicht mehr wann. Wann hat man sowas? Ich glaube, sehr früh in meiner Laufbahn, der Schule. Auf jeden Fall, Mori-san ist wieder ein Name, war Nani o shimasu ka? Das heißt, was macht Herr Mori oder Frau Mori? Wir wissen ja nicht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Also, Mori-san ist wie gesagt wieder der Name, wa ist ein Partikel, Nani ist was und o ist wieder ein Partikel, shimasu ist machen und ka ist wieder die Frage. Dann halt Dativ, wem oder was? Tomodachi ni tegami o kakimasu. Bedeutet, ich schreibe einem Freund, Schrägstrich einer Freundin, einen Brief. Tomodachi ist Freunde, ni ist wieder Partikel, tegami ist Brief, o ist wieder ein Partikel und kaki ist
Kaki, ja, ich weiß. Kaki ist halt Schreiben und Mas ist wieder diese Endung halt, ne? Kaki Mas, ja. Dann halt Alativ, wohin? Tokio e ikimas. Das ist, ich fahre nach Tokio. Tokio ist die Stadt. E ist wieder der Partikel. Das ist dieses wohin. Und dann ikimas ist halt gehen, ne? Weil fliegen wäre dann noch ein anderes kackiges Wort, was man jetzt viel, viel später lernt. Dann gibt es halt noch so Fokuspartikel. Ist Mo. Das gilt als auch. Das heißt, es ist wie dieses, ich esse auch ein Brötchen oder ich esse Schnitzel und auch Pommes. Wow, das hat lange gedauert. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, Biru mo osake mo nomimasu, heißt das sowohl als auch. Also, ihr trinkt Bier und sowohl als auch. Was war das? Sake. Also, Biru ist Bier, dann halt mo ist auch. Osake ist halt dieses Alkoholding da, dann mo wieder halt auch. Und dann nomimasu ist trinken. Ja. Und wenn ihr halt sagt nein, also wenn ihr es verneinen wollt, dann Biru mo osake mo nomimasen. Das ist halt Verneinung. Masen ist, ja, ist die Verneinung. Und halt nochmal, wenn man das in Verbformen gerne sich verdeutlichen möchte, dann tabemas ist Präsenz, regelmäßig getan oder wird noch getan. Dann tabemashita ist Perfekt, Vergangenheit. Und tabemasen ist Negation im Präsens. Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu merken. Wenn ihr euch den Wortstamm, also von dem Verb merkt, ist es eigentlich relativ einfach zu verneinen oder in die Vergangenheit zu setzen. Nomimashita und nomimasen. Also das ist im Prinzip immer das Gleiche, nur wie ihr schon merkt, es ist, der Wortstamm ist nomu, aber blödes Beispiel vielleicht. Ja, aber taberu ist halt eigentlich auch der Wortstamm von Essen. Also okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall, ja, das war's mit Lektion 1. Lektion 2 ist auch in diesem wunderschönen Buch. Das heißt, ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr weitermachen wollt mit Lektion 2, lasst mich das wissen. Verbesserungsvorschläge nehme ich gern entgegen, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, nicht die beste Lehrerin bin, weil ich echt nicht so weiß, wie ich das so vermitteln soll, was ich weiß. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich das so ein bisschen, ich sag jetzt mal für Dumme, also für mich auch, aufgeschrieben habe, konnte ich das, ich sag jetzt mal, gut an den Mann bringen. Ja, falls ihr, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir das gerne rein und dislike das scheiß Video nicht einfach, sondern schreibt mir bitte konstruktive Kritik darunter, weil ich möchte ja auch, wenn ich solche Videos mache, dass die euch gefallen und nicht mir, weil ich da nicht so viel von hab, weil das meiste, was ich hier sage, weiß ich schon. Das muss ich mir nicht selber erzählen. Deswegen, ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über positives Feedback, ne? Freut man sich am meisten drüber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.